Anscheinend ist Blue weg. Tja, aber wir haben alle Kartenstücke. Simon wird mit der Reparatur der Karte ganz schön beschäftigt sein. Ich hoffe, sie hat eine Brille. Okay, dann wollen wir mal. Also, schöne Musik, ja, auch, fühle ich, aber... Manche Passagen sind dann doch ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht wollten sie das ja. Ich meine, man kann es ja einstellen. Das muss man fairerweise sagen. Aber dass manche Sachen so richtig eklig versteckt sind, ist... Meh. So. Koa, ich wollte dir dafür danken, dass du meine Sachen zurückgebracht hast. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich tun würde. Niemand hat mehr Respekt vor irgendwas. Gern geschehen. Wirst du wieder Essen anbieten? Ich schätze, das muss ich, oder? Danke, dass du die Sachen zurückgebracht hast. Langsam bekommen wir wieder mehr Touristen. Und jemand muss dafür sorgen, dass sie etwas zu essen bekommen. Na klar. Oh, Malertempel. Kriegen wir auch wieder ein Getriebe tatsächlich. Und dann müssen wir doch unser Schiff bald fertig haben. Es wäre cool, wenn man das heute fertig kriegen könnte, das Spiel. Die Rennen machen Spaß, weil man da nichts sammeln muss. Ah, Mist, da dachte ich, ich bin so schnell unterwegs, aber dann... Super, wunderbar. Ah, das ist schön. Ja, die Mayos immer, ich glaube, die sind immer so relativ. Ja, Boho ist... Ja, ja, du hast mich gewinnen lassen, natürlich. So, gucken wir mal. Stück. Oha. Ohio. Nice one. Vierundzwanzig und achtundzwanzig. Gut, ist doch schön. Yay! Hundi! Hundi, Hundi, Hundi! Ja, wer ist ein braver Hund? Komm, du auch noch. Komm! So, der hat doch bestimmt... Hast du mir ein paar Perlen mitgebracht? Ein paar tatsächlich, aber nicht so viele. Super. 20, 28 insgesamt.
Es wurde auch Zeit, dass wir unseren Markt zurückbringen. Ja, alles gut, aber was ist denn, Tilly? Du weißt, wer das getan hat, oder? Diese Piraten und vor allem Lizio. Garantiert steckt er dahinter. Der wird eine Lektion erteilt bekommen. Anscheinend hat er noch immer nicht gelernt, was passiert, wenn er sich mit seinen älteren Schwestern anlegt. Rache, Rache, Rache. Na, Popo, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ah, die drei Marktfrauen sind schon echt ein bisschen... bisschen weird. Kartenstück, lass mich mal sehen. Wunderbar. Nice. Next one. Ich kenne die Geschichten über eine Zivilisation eines fernen Planeten, die Herstellung automatisierter Maschinen gemeistert hat. Angeblich kamen ein paar dieser Maschinen nach Mara, blieben aber im Eis stecken. Es ist bestimmt ganz schön kalt, garantiert. Ich glaube, ich habe irgendwo noch einen Schal rumliegen. Mach dir keine Sorgen. Wir kommen zurecht. Ciao, warte. Dieses Kind, oh, noch mehr? Gib mir diese, ja, kleine Karte, sofort Rest, weiter geht's. So, wunderbar. Wo wollen wir dann lang? Nach rechts. Erstmal. So, da komme ich also noch. Doch, ich komme da rein. Düsterinsel. Hoffentlich hat die kleine Koa da keine Angst. Oh, das sieht auch wieder brutal aus. Autschi. Oh, ist das gemein. Oh, ist das gemein! Weil wenn du dir da nicht die perfekte Route raussuchst, bist du gefickt. Den Schlüssel habe ich. Och nee, wie soll man denn links an den Schlüssel kommen? Und wenn der einmal ins Wasser fällt, verliest du sofort mehr. Das ist asozial. Das ist wirklich scheiße. Also Abraham, da hast du echt, mein Freund, da hast du Kacke gemacht. Das, nee, fühle ich nicht. Also, nee, Abraham, das ist, bin ich nicht okay. Also, entweder machst du es perfekt oder du verkackst. Das ist, nee, das hätte ich nicht von dir erwartet, mein Lieber. So haben wir nett gewettet. Diese Rollen machen es schlimm genug.
Och, diese runden Dinge hätte sie dir echt in den Arsch schieben können, du Lappen, ey. Das war... nein, das fühle ich nicht. Das war ein bisschen eklig. Da hättest du... nee. Beim nächsten Mal Händewaschen sollen deine Ärmel nass werden. Oh, war das gemein. Lalalalalala. Da kann auch die Musik nichts machen. Gemein ist gemein. So, wollen wir mal gucken, was der Kaleb für uns hat. Strudelbrecher. So, was müssen wir jetzt drücken? Ich habe die Stabilität deines Boots. Jetzt kannst du auch durch Strudel durchqueren. Kale! Du alter Haudegen. Gibt es hier irgendwo einen Strudel, der mich nervt? Nö, ne? Super. Also ich brauche das gefühlt jetzt nicht zwingend. Aber na gut. Hallo, Koa. Was macht er hier? Was muss ich damit machen? Das ist die Frage. Ist das ein Bug? Ich habe nämlich jetzt gefühlt nichts in der Hand. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Au. Och, nee. Einfach nein, Leute.
Okay, das ist interessant. Die Dinger muss ich also da reinschmeißen. Das geht tatsächlich. Oh, bloß nicht. Fertig, wundervoll. Mm, köstlich. Hier, probier mal. Man sollte sich immer gesund ernähren. Ah, solides Silber. Passt schon. Okay, das ging... Also, verständlich, ja. Ist aber gemein. Also, manche Level sind wirklich gemein. Und die Lenkung des Bootes ist auch. So, Lithio. Ich glaube, deine Schwestern sind ein wenig werden sich fürchterlich rächen. Hallo, Koa. Hm. Auch hallo an dich, Napopo. Hallo, ihr zwei. Ihr wirkt ein bisschen erfroren. Das war Lithios Schuld. Wieso meine? Du warst am Steuer, aber du hast mich nervös gemacht. Du hast mir ständig Anweisungen zugerufen. Wie soll ich dir das denn sonst beibringen? Und außerdem hast du dir selbst widersprochen. Ich habe mir nicht selbst widersprochen. Du hast ständig die Richtung geändert. Egal, schon gut. Willkommen in der Prüfung des großen Eisbergs. Würde ich zumindest sagen, wenn ich dich ordentlich begrüßen könnte. Wir wollten die Prüfung zu was ganz Besonderem machen, hatten überlegt, einen alten Freund um Hilfe zu bitten. Ich habe in letzter Zeit wieder am Koloss gearbeitet. Toll! Ich habe ihn dazu bekommen, auf einige der Kommandos zu reagieren, die wir eingeführt haben. Aber er ist noch in der Testphase und nicht vollständig reaktionsfähig. Wir kämen schneller voran, wenn jemand wüsste, wie man dieses eisige Gewässer navigiert. Wenn jemand Anweisungen befolgen würde, anstatt alles abzulehnen, was ich sage. Freut mich zu sehen, dass ihr so liebenswürdig miteinander umgeht wie eh und je. Koloss ist noch nicht ganz bereit. Er führt ein paar seltsame Bewegungen aus, die mir nicht gefallen. Wir müssen ihn erreichen und ihn zurücksetzen, indem wir den Ausschalter drücken. Aber in seinem aktuellen Zustand kann er ziemlich gefährlich werden. Das ist eine Schande. Wir haben wirklich viel Arbeit in diese Strecke gesteckt. Lithio konnte gar nicht aufhören, darüber zu reden, wie sehr dir das gefallen würde. Was wir für dich vorbereiten. Und deinetwegen bin ich früh aufgestanden und weil alles für Chor bereit sein muss. Nur zu. Nur um letztlich hier zu stranden. Keine Sorge, Akichi. Wir prägen das schon hin. Wir begeben uns zum Koloss, um ihn zurückzusetzen. Vielleicht können wir ihn auch wieder nutzen, um euch wieder schwimmfähig zu machen. Bist du sicher? Ich weiß nicht, Koa. Ich habe Angst, dass er dich verletzt. Wir machen uns auch immer Sorgen um sie und am Ende passiert nichts. Sie ist stärker und cleverer als wir beide zusammen. Da hast du recht. Na gut, Koa, Napopo. Ich kann also darauf vertrauen, dass ihr den Koloss zurücksetzt. In Ordnung. Seid mir äußerst vorsichtig, okay? So, jetzt schon Checkpoint. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, mal gucken, dass ich hier noch irgendwas kriege. Aber ich dachte, das wäre so ein Stück Papier oder so. Ich habe das... Die Level machen mir tatsächlich gut Spaß, muss ich gestehen. Au. Die anderen Sachen versteckt tatsächlich. Da habe ich doch schon eins. Na komm, komm schon.
gib Stoff! Naruto Run! Yay! Ja, ist okay. Ist okay. Schon wieder irgendwas nicht gefunden. Den Müll habe ich nicht gefunden. Ja, komm. Passt schon. Es gibt Neues in der Kleiderbude. Machen wir auch gleich weiter. Zieh mir jetzt durch. Erinnert mich so ein bisschen an Head in Time. An die Eislevel. Ich finde, die Zeit dürfte noch nicht laufen. Hier noch irgendwas? Oh, das Wechseln ist übel auf dem Eis. Nein! Ach, Mann. Ach, Mann. Ist jetzt schon frei. Ich glaube, ich sollte mal hier ein bisschen aufpassen oder abwägen, was ich machen will. Gründlich oder schnell. Checkpoint. Oh nein. Ach, Mann. Super. Na gut, Bronze. Habe ich aber immerhin geschafft. Ich habe es nicht verkackt, okay? So, Hauptsache, ich habe alles ready to go. Gipfel des Eisbergs. Och, du Heilige. Das sind aber mehr als nur ein paar. Gibt's hier irgendwas?
Holy Mamoli. Ja, klar. Gut, wenn sie mir einmal geschadet haben, ne? Nicht alle gefunden, aber das reicht mir tatsächlich. Ging es Silber? Ja, solide. Da war noch Luft. Gut, immerhin. Das machen wir aber im nächsten Part. Macht's gut, Leute. Tschüss.